Ich heiße Angela, hallihallo. Ich lade dich ein zu meiner Show. Meine Freunde kommen auch dazu. Oh, leider auch die Nini-Kuh. Zeige ich euch Geschichten, da bin ich der Star und nicht die doofe Nanette Manoir. Heute wählt unsere Klasse das Ziel des jährlichen Klassenausflugs. Klasse! Ups! Ciao, King. Wünsch mir Glück, Mädchen. Ich und Johnny Abati wissen schon, wo wir hinwollen. Zur Monster Truck Rally. Aber wenn jetzt Nanette Manoir, die blödblonde Prinzessin von Tapwater Springs, ihren schmierigen Freundinnen sagt, sie sollen in die Oper oder nach Frankreich? Dieses Jahr haben wir mehr Jungs und ich habe Gordy Reinhardt gesagt, wenn er nicht für die Trucks stimmt, kann er die Heirat mit Gina Lash vergessen. Gina Lash ist meine beste Freundin und sie stimmt für alles, was ich ihr sage. Fang gar nicht erst damit an, Angela Anaconda. Ich bin für Meppersons Bäckerei. Aber Gina, Schnucki, was ist mit dem autofressenden Robosaurus, der ganze Autos auffrisst? Na und? Bei Meppersons gibt's ganze Schnecken ganz umsonst. Und ich sehe mir lieber selbst beim Zimtschneckenessen zu. Ich geb dir mein Himbeer-Lipgloss. Riech mal. Das riecht aber gar nicht nach Himbeere. Aber ziemlich himbeerähnlich. Naja, gut. Okay. Seht ihr, was ich meine? Gina Lash ist meine Beste. Das sind Nerven in die Manoir und ihre abartigen Abziehbilder Geraldine und Carlene. Ein tolles Kleid hast du an, Nanette. Es passt toll zu deinen schönen Augen. Oh, Nanette. Angela, mein reinrassiger französischer Pudel. Oh la la, isst kein Brot, erweckt Schmalz. Mein Hund hasst Schmalzbrote. Meine Katze findet sie auch voll eklig. Kinder, nun zu euren Vorschlägen für unseren Jahresausflug, aber nur einer auf einmal, bitte. Augen nach vorne! Mrs. Brinks? Nanette Manoir. Mrs. Brinks, das Ballett Rüst kommt in die Stadt und führt Tschaikowskis Klassiker Schwanensee auf. Ich habe 16 Karten reserviert. Dazu kommt noch eine Videovorführung über die Geschichte der Chaussures d'Orteil. Das heißt Tanzschuhe auf Französisch. Oh, eine geschmackvolle und kultivierte Idee, Nanette. Nun, Kinder, wenn es keine weiteren Vorschläge gibt. Angela, du hast einen Vorschlag zu machen? Also, nö, Johnny Abati hat sich noch einen Vorschlag ausgedacht. Na, meinetwegen. Ja, Johnny. Ich habe gar nichts gemacht. Oh, Truck Rally. Gut, dann stellen wir das doch einfach zur Wahl. Wer ist für Angelas Monster Truck Rally? Ach, und für das legendäre Ballett Rüß? Das sind nur 7. Yay! Gott, ich bin bestürzt. Ich dachte, du liebst das Ballett und alles, was damit zu tun hat. Willst du deine Wahl nicht doch mal überdenken? Ach, Mrs. Brinks? Ja, meine liebe Nanette. Da Sie uns ja auch auf dem Ausflug begleiten, Mrs. Brinks, bin ich entschieden dafür, dass Sie auch eine Stimme abgeben sollten. Sehr aufmerksam von dir, Nanette, wie immer. Es geht doch wirklich nichts über eine gute Kinderstube. Nun haben wir ein Unentschieden. Excusez-moi, Mrs. Brinks. Wir Schüler sammeln doch Spenden für die Ausflüge. Sollten da nicht diejenigen mit den meisten Spenden entscheiden? Aber ja, natürlich, ein Spendenwettbewerb. Danke, Nanette, für diesen tiefgründigen und kreativen Vorschlag. Ein super Danke für deine überzeugende Vorstellung, Johnny Abati. Hey, Moment mal, Angela, das war doch deine Idee. Und überhaupt schaffen wir es sowieso nicht, das meiste Geld zu kriegen. Es muss doch was geben, damit die Leute uns ihr Geld geben. Wir müssen uns nur überlegen, was. Ich hätte doch besser die Bäckerei vorgeschlagen. Diese leckeren Zimtschnecken, so heiß und so frisch. Und umsonst! Woher sollte ich denn wissen, dass Meppersen die leckeren Sachen nicht hergibt? Aber Gina, Schnucki, Roggen, Vollkornbrot, das kauft keiner. So viel ist sicher, weil wir es nämlich doch seit über 2 Stunden hier verkaufen. Und niemand auch nur eine Scheibe davon gekauft hat. Ich habe mir eine Scheibe reingezogen. Hi, Mom. Möchtest du vielleicht Brot kaufen? Nein, danke, mein Schatz. Gerade habe ich leckeres Gebäck von dieser kleinen Französin Nanette Manoir gekauft. Baby Lulu ist verrückt danach, aber gib dir nicht zu viel. Das ist was für Gourmets. Wir sehen uns im Ballett, Angela. Au revoir.
Au Pissoir mit dir, du unfranzösische Ballettschuhblöde Pissnelke. Wir haben genug gute Ideen, um genug gutes Geld zu kriegen. Und dann guckst du aber... Hey, seht mal, die sehen aus wie kleine Ballettschüchen. Hey. Hi, Dad. Oh, hallo, Kinder. Kriegen wir ein bisschen Geld? Nein, kein bisschen. Also, wie findet ihr meine neue Erfindung? Tada! Aber Mr. Anaconda, den Föhn gibt es doch schon seit der Erfindung der Herrenföhnfrisur Anfang der 70er. Das ist nicht nur ein Föhn, Gina, sondern mein völlig neuer, revolutionärer Föhnsauger. Wollen wir ihn mal anwerfen? Wollen wir? Bill, du hast aber nicht gerade meine Keramiktöpfe vollgefusselt, oder? Alles in Ordnung, Schatz. Kinder, hier sind $5. Ihr macht King sauber und ich mach die Sauerei hier weg. Jetzt machen wir King sauber. Und Gina Lash, die immer gute Ideen hat, weil sie nämlich doch so schlau ist, hat eine gute Idee. Eine Haustierwaschanlage. Also waschen wir jetzt Haustiere und alles läuft wie geölt. Bis Gordy Reinhardt mit Fabio auftaucht und Gina nicht weiß, wo dem der Kopf steht. Ich finde, das schreit nach dem Lockentod. Ginas Mom gibt ihr die Lockentodmaschine normalerweise nur an Sonn- und Feiertagen. Biskuits zu verkaufen. Drei leckere Hundekuchen, die ich selbst gemacht habe, weil ich so unglaublich geschickt bin. Dann kommt Nervenini und verkauft ihre Hundekuchen mit Ulla Bla im Ballettröckchen, obwohl Ulla Blöd gar kein Ballett kann und sackt mit unserer Spendenaktion Geld ein. Très ungewöhnlich, Nanette. Und was Fabio angeht, sage ich Gordy, dass ich lieber einen Kater mit einem Kopf als einen Hund mit zwei Hintern hätte. Da wird Fabio stinkig. Und dann versucht Johnny Kitty Takawana zu waschen. Die Katze der Schülerlotsin. Aber Kitty Takawana rennt weg auf einen Baum. Und wir sagen Johnny, er soll sie da runterholen. Obwohl er irre Höhenangst hat. Johnny hat Glück, weil ihn ein Feuerwehrmann rettet. Aber ich habe kein Glück, weil der Feuerwehrmann die letzten von Nervenini Manoirs ekligen Schnöselhundekuchen kauft. Schlammbäder? Tanzt du auch Fango, Angela Anaconda? Vielleicht möchtest du beim Ballett Rüß meine Begleitung bilden, Johnny Abati. Wie soll er dich begleiten, wo wir doch zur Monster Truck Rally gehen? Falls du es noch nicht weißt, wir haben, Gina Schnucki? $11.37. Naja, falls du es noch nicht weißt, solange dir deine Eltern nicht weitere $362 geben, was ich stark bezweifeln möchte, befürchte ich, dass dir etwas Kultur nicht erspart bleibt. Kommst du, John? So, so, Nanette, die Hüpfdohle Manoir und Johnny Leichtfuß begeben sich also gemeinsam zum Schwanensee. Tut mir leid, liebe Nervenini, aber du musst schon schneller tanzen, wenn du es noch rechtzeitig zu deinem Lehrvideo schaffen willst. Oder sollte ich sagen, rechtzeitig? Dich rufen. Halte mich vor den Schwänen, die mich durch Mark und Tanzbein rütteln. Liebe Angela, die meinem Hund Schmalzbrote geben, da bumsen sie will. Hilf mir, ich kann nicht schwimmen. Hör ich dich rufen. Ach, Ninni-Kuh, du bist ja ganz voller Schlamm. Frisst du auch Fango? Aber fürchte dich nicht, kleine Nin. Das ist Ballett-Badeschlamm. Der macht deine Haare ganz weich. Arme kleine Nerven, in die deine Ringellöckchen sind ja steinhart. Tja, ich befürchte fast, die müssen dann wohl runter. Schön kühl im Sommer und du bist bestimmt die Letzte von uns, die Litschis kriegt. Das ist ausländisch und heißt Läuse. Jetzt hör auf, dich zu bewundern. Wir müssen noch zu einer Truck Rally. Dreh dich um, du Nudelpudel. Das ist der Robosaurus und der will dein pompöses Puderköpfchen anknabbern. Angela, Angela, hilf mir, der Robosaurus will meine flauschigen Haare fressen, wie du intelligenterweise vorher gesagt hast. Nun, Kinder!
Dinner nicht ganz unerwartet hat Nanette mit ihren wunderbaren und ungewöhnlichen Plätzchen mit Lebergeschmack, ach wie französisch, unseren kleinen Spendensammelwettbewerb klar gewonnen. Mrs. Springs, jemand hat unser schönes Klassenzimmer verschmutzt. Und wenn ich das gewesen wäre, was natürlich nicht der Fall ist, würde ich das selbstverständlich nach dem Unterricht freiwillig aufwischen. Phew! Hey, haben die bei Schwanensee eigentlich echte Schwäne? Vielleicht dreht ja einer durch und geht auf Mrs. Springs los. Das wäre fast so gut wie der Robosaurus. Euer Gerede macht mich ganz hungrig. Kommt ihr mit zu Meppersons Bäckerei? Ah, das Roggenbrot essen, Gina Lash. Nein, sondern um für genau $11.37 Zimtschnecken zu futtern. Mmh, leckere Zimtschnecken futtern. Aliens! Fuzzy King, na los! Meine Zahnpasta, pfui! Baby Lulu, du bist zwar meine Schwester und da kann ich auch nichts dran ändern, aber das heißt nicht, dass du meine Zahnpasta essen darfst. Aber naja, was soll's. Heute ist bei uns in der Klasse Museumstag und wir und Mrs. Springs sind ins Raumfahrtmuseum eingeladen. Und da treffe ich einen echten Astronauten, der sogar auf einer Cornflakes-Schachtel drauf ist. Glaubst du, ich treffe auch Astronaut Bob? Na klar, Engelchen. Und lass dir nicht den Anti-Schwerkraftraum entgehen. Was, die Kotzkammer? Hoffentlich kommen dir deine Astronautis nicht wieder hoch. Ja, ist dein Strampelanzug da überhaupt kotzedicht oder wie oder was? Der war gut. Ja. Nein, aber ihr seid erst recht nicht ganz dicht. Und überhaupt ist das kein Strampelanzug, das ist ein Overall, wie ihn die Astronauten anhaben. Sieh mir das mal an, Engelchen. Das haben dein Großvater und ich 1959 in Utah gefunden. Renn in die Berge, Billy! Die Ruskis greifen uns an! Das ist ein Meteorit. Du meinst so wie Mondgestein und das kommt vom Mond runter? Vermutlich ja. Sieht es nicht toll aus? Darf ich es mit in die Schule nehmen? Ja, wenn du gut darauf aufpasst. Cool. Wirklich klasse. Das kommt von ganz weit draußen im Weltraum. Und ich darf es niemandem geben. Noch nicht mal deinen besten Freunden? Okay, aber nur dir und Gina. Und ganz bestimmt nicht Nanette Maniküre und ihren abartigen Abziehbildern. Ich grüße dich, John. Und leider auch die, die um dich herumstehen. Hey, Nanette, willst du Angelas Stein sehen? Ein Stein, wie aufregend. Ist er ihr vielleicht auf den Kopf gefallen? Bei dir wäre das ja auch egal. Ich glaube, Angela will sagen, dass das ein echter Meteorit ist. Angelas Dad hat ihn in Utah gefunden. Ja, und er kommt sogar vom Mond, während du zum Beispiel noch nicht mal aus Frankreich kommst, Nanette Manoir. Das Einzige, was hier vom Mond kommt, ist dein Strampelanzug, Angela Anaconda. Tja, wen interessiert schon dein Gelabernerven in die Manoir, die glaubt, dass sie alles besser weiß? Ich nehme meinen Stein mit ins Raumfahrtmuseum und dort werde ich beweisen, dass er wirklich vom Mond kommt. Danke, du Superheldin. Du hast den verlorenen Mondstein dabei. Angela, Angela, Angela. Angela? Angela, willst du nun mitkommen oder muss ich dir eine extra Einladung in diesen Stein gravieren? Aufgepasst, Kinder! Wenn wir im Museum sind, dann dulde ich kein Geschrei, kein Gerenne, kein Geflüster, kein Kaugummikauen, kein Fotografieren mit Blitzlicht, keine Schokoriegel und auch nicht deren Abfall. Wie wär's mit keine in Alufolie gewickelten rotznasigen Rotznasen? So, und jetzt bildet ihr Paare und stellt euch in Zweierreihen auf. Und zwar ordentlich, ja? Ah! Aua! Ich bin gespannt, als wie wertvoll sich dein klobiger Briefbeschwerer erweist, Angela Anaconda. Und ich bin gespannt, wie sich dein Kopf mit dem dämlichen Blechdeckel in der Mikrowelle macht, Ninikuh. Willkommen, Kinder. Bin ich eure Führerin, Miss Yamaguchi. Wir anfangen. Hi, das Sonnensystem. Fragen noch? Wann treffen wir denn Astronaut Bob? Später kapiert, los gehen! Und los, 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 los! Anhalten! Nichts los! Ein Teleskop zum Durchgucken! Etwa Fragen doch! Können wir die Maßregel sehen? Frage gut, mit Auge nackt ist unmöglich anzugucken. Hey, weiter los, kapiert! Und los, los, los!
Hey, guck mal, Gina Lash. Ein Astronaut. Los, zeig ihm deinen Stein. Entschuldigen Sie bitte? Könnten Sie mir vielleicht sagen, ob mein Mondgestein wirklich ein Stein vom Mond ist? Für mich sieht er ganz danach aus. Ich wusste es. Hey, habt ihr das gehört? Ein Astronautenexperte hat mir gesagt, dass mein Mondgestein echt ist. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Angela Anaconda, aber ich befürchte, dass dein Astronaut hier nur Experte im Fußbodenwischen ist. Ich bin auch guter Fensterputzer, mein Fräulein. Los, 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 Anaconda! Und hier ist unsere kleinste Astronaut, sagt Sayonara, zu unserem Bucky. Sofort! Ungeziefer, schnell, schaff das weg von mir! Ach, die tun dir nichts, Nanette. In der Pizzeria haben wir hunderte davon. Wichtiger Teil von Besiedelung des Weltraums besteht aus Reisen von Tausenden von Ratten ins All. Und unser Bucky sogar schon war auf dem Mond. Entschuldigen Sie, Frau Rattenweltraumführer, aber wenn diese Ratte schon auf dem Mond war... Keine Fragen, kapiert? Feierabendschluss? Macht doch, was ihr wollt. Hey, hallo zusammen, Kinder. Sagt, wie gefällt euch unsere Mondlandschaft? Das ist der Astronaut, Bob, der Astronaut! Wisst ihr, damals, als ich auf dem Mond war, konnte ich gar nicht fassen, wie viele Steine es dort gibt. Und ich konnte es auch nicht fassen, dass ich dort auf meine Lieblingscornflakes verzichten musste. Astronautis! So leicht, die schwimmen sogar in der Milchstraße. Astronaut Bob! Astronaut Bob! Hey, was soll das? Du hast meinen Schuh zerkratzt. Wegen dir habe ich meinen Stein verloren. Du hast von ihr den Verstand verloren. Und ich verliere jetzt allmählich meine Geduld. Miss Anaconda, du begibst dich jetzt direkt zum Bus. Aber ich... Wo du dir überlegen kannst, wie wichtig gutes Benehmen ist. Und zwar ganz egal, auf welchem Planeten du bist. Ja, aber mein Mondgestein. Mir auch egal, auf welchem Planeten sie sind, Mrs. Springs. Vielleicht treffen sie dort ja ihren kleinen Liebling Ninniku. Der Anti-Schwerkraftraum. Pizza mit allem drauf. Und dann noch zwei Astro-Power-Astronauten-Drinks. Euer Wunsch ist mir Befehl, oh ihr mächtigen Mädels. Das ist doch wirklich was für uns hier, Gina Lash. Keine Schwerkraft und keine Schule. Und auch keine Nanette. Das hättest du dir auch nicht gedacht. Ich, das schwerste Mädchen der Klasse, bin schwerelos. Oh nein! Das sind Ninniku und ihre famosen Vorzeigeeltern auf dem Heimweg von ihrem 5-Sterne-Luxusurlaub auf dem Mars. Und los, und los, und los! Und dann höre ich dich mit deinem falschen französischen Akzent sagen... Excusez-moi, Monsieur Magachi, aber es scheint so, als ob ein Meteorit unsere luxuriöse Luxuskarosse beschädigt hat. Was schlagen Sie vor? Keine Fragen, kapiert? Feierabend, Schluss. Macht doch, was ihr wollt. Oh je, Ninniku, dein Auto ist auf dem Mond zerschellt. Na, und was hast du jetzt vor? Ich befürchte, meine schnöselige Familie und ich müssen uns auf deine überlegene Intelligenz verlassen, um aus dieser lebensbedrohlichen Situation zu entkommen. Angela Anaconda, zu der ich immer schon gerne eine engere Freundschaft schließen wollte. Hör ich dich flehen. Dein Wunsch ist mir Befehl, oh du nutzlose Natter. Verdrück dich, du Folienkartoffel, sonst wird dein Aluminiumhut noch von der radioaktiven Mondstrahlung zerbeult. Aber fürchte dich nicht. Mein Kamerad und ich schicken dich zur Erde zurück. Begleitet von den kleinsten Astronauten der Welt. Die sowieso gern bei euch einziehen würden, weil ihr so viel Platz übrig habt. Ungeziefer! Hör ich dich kreischen wie eine Idiotin. Schön langsam fahren. Und nicht vergessen,
Der Weltraum ist nichts für ängstliche Anfänger und ihre Familien, Ninniku. Okay, Kinder, schön vorsichtig hier drin, einer nach dem anderen. Und die Schwerkraftstiefel gut zubinden, genau so. Hilfe, mein silbernes Weltraumhäubchen. Ah! Oh, so. Ah! Angela, kannst du mich hören? Was, wie, wo bin ich denn? Was ist passiert? Das würde ich auch gerne wissen, Miss Anaconda. Gedächtnisschwund. Genau. Und sie kann sich auch an nichts mehr erinnern. Es scheint, als ob mir jemand eine Erklärung schuldig wäre. Mrs. Brinks, ich weiß, was passiert ist. Als einzige Zeugin dieser schrecklichen und grauenhaften Ereignisse ist es meine Pflicht, Ihnen zu sagen, dass es wie üblich niemand anders... Ach ja, bevor ich's vergesse. Utah, 1959. Das war vielleicht ein Jahr.